Haus im Tierpark Berlin. Ein Tag im Revier von René Walter. Los geht's bei den Langohrziegen. Der Reviertierpfleger bringt Jana Simon auf den neuesten Stand, denn die Kollegin war im Urlaub. Die beiden Großen, die kennst du ja noch. Wir kriegen immer noch die Flasche zufüttert und jetzt auch abends, weil die reicht nicht. Die hat also einfach die so wenig. Großen wie immer. Ja, was ist mit den frischen Neuen? Genau. Der Drache hat da auch schon mit. Ist ja ein Einzelkind. Das ist eine Überraschung gewesen von unseren Kindchen. Eigentlich sollte sie noch nicht kriegen hier. Und die, was ist mit der? Setzt du die an oder gibst du dir die Nur Kunde? Ansetzen, okay. Genau. Dann steht aber sehr gut. Und hier haben wir Glück. Die Emily, die hat Zwillinge bekommen. Hat zwei Jungs bekommen. Die sehen ja proper Holger aus. Und Holger und Heinz habe ich ihn getauft. So typisch indisch wieder. Also ich gebe denen das mal, sonst fressen die mich hier auf. Genau. Weil die trinken ja gut jetzt hier. Ja, geht ganz weg. So, nimm den Mund, wunderschön. Jetzt muss ich die ganze Zeit immer streicheln, sonst die zappelt immer so. Das Jüngste. Komm mal her. Resultat einer viel zu frühen Trächtigkeit. Sie werden ein bisschen hocken, wir hätten hier hingepusht. Ich warte nicht. Man geht eigentlich zügig hier immer. Ratzfatz ist die Pulle leer. Mhm. Sind halt Männer, wa? Als Jährling ist Mutter Melli noch so etwas wie minderjährig. Also da habe ich nicht aufgepasst. Normalerweise, wenn ich sehe, dass sie heiß ist, nehme ich sie vom Bock weg. Und ist mir diesmal nicht geglückt. Und dann, heimlich heiß. Ja, da macht der Bock dann keine Unterschiede. Ist noch Junkes. Aua, nicht beißen. Und trinkt, und trinkt. Hast du wieder zugeschnappt? Man kriegt man irgendwie Knutschflecke, ne? Also von diesen Schnappe. Mit der Klemmer zu Hause. Ja. Ich will mal Rede und Antwort stehen. Sag mir nicht, dass ich wieder eine Ziege war. Na du? Ja, da wächst der Horn rein, ne? Das müssen wir auch bald mal abknipsen. Oh ja. Ist noch Platz. Ein bisschen Platz. Mhm. Mann, hört ja nicht auf. Süßerle. Schluss. Kannst weggehen. Jüngste Mutter und doch schon so fürsorglich. Ja, schön, machst du schön sauber. Das ist wichtig, dass du das machst. So. Na, alter Mann, heute kommst Abend du nicht hoch? Nee. Die Langohrziegen sind nicht die einzigen mit Nachwuchs hier im Revier. Es geht weiter zu den Mischmethakinen. Im Halbaffenhaus lebt Flaschenkind Xena. Die Diana-Meerkatze entwickelt sich prächtig und ist für so manche Überraschung gut. So, hallo Xena. So, wir müssten den Käfig jetzt mit dem Schloss sichern, weil die Xena das nämlich geschafft hat, die Tür aufzukriegen. Das heißt, wenn man jetzt hier ran will, muss man das Schloss aufmachen. Komm her. Ja, komm her. Mit knapp 8 Wochen hat Baby Xena schon alle Merkmale der Großen. Das Fell ist dichter geworden. Man sieht jetzt auch dieses Diadem, was die Alten haben. Das ist schön rausgewachsen jetzt, der Bart. Ne? Ja. Willst du auf mich klettern? Nee, nicht ans Mikro. Interessant, ne? Xena ist neugierig und gewandt. Und das auch beim Klettern. Oh, zeig mal, wie du klettern kannst. Zeig mal, wie du klettern kannst. Greifreflexe müssen die haben, sonst rutschen sie ja von der Mutter ab. Also das muss ein Affe haben. Wenn der keinen Greifreflex hat von Geburt an, dann stimmt... los. Dann stimmt irgendwas nicht, ne? So. Los. Bist du müde, ne? Für ein Päuschen kuschelt sich Xena am liebsten ganz dicht an ihre Ersatzmutter. Ein Stofftier. Denn ihre leibliche Mutter hat sie nicht angenommen.
was beim ersten Jungtier oft passiert. Bäuchlein kraulen, das bringt Xena Freude. Und auch den Besuchern hinter der Glasscheibe. Also das war wirklich, glaube ich, die beste Idee, die wir hatten, den Käfig hier reinzustellen. Weil sonst kriegen die Leute ja gar nichts mit von den Handaufzuchten eigentlich. Ne? Dann sieht man ja auch, wie sich das Tier entwickelt. Ne? Das ist für die natürlich so der Anreiz, immer mal wieder zu gucken. Also das ist was, so eine Sache, die sie eigentlich nicht so mag. Ne? So auf glatten Flächen laufen, das mag sie nicht so. Ist aber zu glatt. Merkt man schon, dass es Baumtiere sind. Ne? Und deshalb schnappt sich die Kleine einen Kienapfel. Ja. Gut zum Spielen und zum Lutschen. Schmeckt das denn? Die fangen dann an, das zu probieren und dann kauen sie drauf rum. Und wenn es ihnen denn schmeckt, dann fressen sie es halt auch. Ne? Die hat auch eine Mimik, hat sie schon immer gehabt. Ne? Wenn ihr was nicht passt, dann runzelt sie die Stirn zusammen. Ne? Das ist ganz, ganz lustig. Oder wenn sie erstaunt ist, macht sie ganz große Augen. Komm mal her. Ja, passt dir nicht, ne? Guck mal hier. Komm. Wo ist sie? Komm. Ja, jetzt musst du alleine weiterspielen, ne? Kein Problem für Xena. Ihr Käfig ist voller Spielzeug. Im Zoo Berlin. Abtauchen im Flusspferdhaus. Die 7 Bewohner teilen sich ihr Wasserbecken friedlich mit Fisch und Ente. Schließlich sind sie Vegetarier. Nur für Max, das Jungtier, steht bis zum 6. Monat Muttermilch auf dem Speiseplan. Heute gibt es einen extra Leckerbissen. Kathi! Dicke, komm, mach mal auf. Schnabel auf, richtig schön auf, richtig schön auf und daneben. Schön und dann live dokumentiert. Wunderbar. Kaputt gemacht. Nicht rangekommen. Zu kurzen Hals. Nee, 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 nee. Ja, also Kürbisse verfüttern wir hier ab und zu. Wobei ich sagen muss, Kürbis stellt sich jeder Deutsche ein ganz klein bisschen anders vor. Aber egal, den Flusspferden ist es ziemlich egal. Die fressen die, ob sie groß sind, ob sie klein sind. Und weil denen schmeckt einfach alles. Und das ist mal eine schöne Abwechslung, die sie sich also bestimmt gut schmecken lassen. Letztendlich gehen sie aber alle den gleichen Weg vorne rein, hinten raus. Mach mal auf, los. Richtig auf. Vorne rein, hinten raus geht bei den Flusspferden eine ganze Menge. Kürbisse ausgenommen. So. Schwimmunterricht. Nicole, gib dein Bestes. So viel zum Thema Riesenkürbis. Schwupp, weg war er. Und jetzt bei Ede, Wasserbombe die zweite. Die Chance auf einen Kürbis gibt es nur hier im Zoo. Freilebende Flusspferde ernähren sich fast ausschließlich von Gras. Das Leben im Zoo hat also auch Vorteile. Na toll. Ah, er hat ihn.
Ja, das habe ich mir gedacht. Zu viel Respekt vor den Weibern. Respekt kann nicht schaden. Schließlich sind die Ladies in der Überzahl. Drei Erwachsene und zwei junge Weibchen gegen einen kleinen und einen großen Bullen. So, das war ja extra Frühstück und jetzt könnt ihr raus an die frische Luft und noch ein bisschen grasen gehen. Klare Ansage vom Chef. Der Kürbisschmaus ist zu Ende. Das neu erbaute Vogelhaus. Malainstar, Sonnenvogel und Celebestaube haben sich in der Südostasienhalle schon eingelebt. Heute ist Einzug der Straußwachteln. So, meine Lieben, ihr kommt in euer neues Zuhause. Damit auch jeder weiß, wer ihr seid, kann ich euch erstmal ein Schild anbringen. Damit er nicht geklaut wird, er ist sichert. Immer erst das Schild und dann der Vogel. Das ist eine Grundregel hier. Ja, scharfe Messer wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Wie sie wohl auf ihr neues Zuhause reagieren. Na, 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 na. Ist ja gut, meine Liebe. Na, 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 na. Das hat ja wunderbar geklappt. Du solltest doch in die Richtung. Völlig falsche Richtung. Vielleicht hätte ich dich zuerst rauslassen sollen, dann hättest du ihr das mal zeigen können, wie man das macht. Du musst dich ja hoffentlich ein bisschen besser anstellen. Na, aber die richtige Richtung. Jetzt sind sie erstmal ein bisschen desorientiert, aber so in 10 Minuten haben sie sich wieder. Der Gärtner ist immer ganz froh, wenn die Straußwachteln hier drin sind. Nicht nur ich als Tierpfleger, weil die sich hier immer sehr wohl fühlen in so natürlichen Habitaten. Oder der Natur nachempfundenen Habitaten, weil die sorgen dafür, dass die obere Erdschicht immer wunderschön aufgelockert wird. Und das ist immer sehr von Vorteil für die Pflanzen. Ja, und der ist so jetzt so beeindruckt, der geht aus seiner Ecke nicht raus. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Kleine ist. Nicht, dass die im Wasser gelandet ist, weil dann muss ich sie retten. Nicht, dass da irgendwas schief geht. Als Bodenvögel können Straußwachteln weder besonders gut schwimmen noch fliegen. Mit dem Verstecken klappt es schon besser. Der dichte Bodenbewuchs bietet ideale Verstecke für die kugelrunden Hühner. Jörg Ulbricht gibt auf. Tja, im Wasser ist sie nicht. Aber die ist scheinbar hat sie sich verkrümelt. Ich gehe mal davon aus, dass alles gut gegangen ist. Sie sind ja nicht doof. Auch wenn es ein Hühnervogel ist. Das Weibchen lässt sich bis zum Schluss nicht blicken. Das Männchen ist da schon mutiger. Die Goldtaghähne sind nicht aus der Ruhe zu bringen. Auch wenn es nebenan hoch hergeht. Mischmi-Tagin Wallo wird von ihrem Kind getrennt. Guck mal, da ist Grünes. Gut. Nicht da schon wieder. Nun aber schnell. Ich hau ab! Was machst du denn falsch? Ganz schön wehrhaft, der kleine Bursche. Auch beim Wiegen ist beherztes Zugreifen gefragt. Macht keinen Spaß mehr, ne? Ja, Mutti schimpft auch schon. Soll ich diesmal halten? Ist egal. Oh, jetzt ist schon wieder ausgegangen. Das hat zu lange gedauert. Wir sind zu langsam. Beruhigt. Okay. Auf Kilo, ja. Wir nehmen 10,5. Beruhigt sich auf 10,5. Ja. Okay. Bitteschön. Zu Ihnen. Ja. Aus. Komm, wir tragen es raus. Ja. Wir haben uns so große Sorgen gemacht, aber der ist soweit munter. So, wir haben euch jetzt mitgebracht. Oh, vom Beton weg. So, das ist deine Familie. Und los, hopp, langsam. Ja. Für jetzt die Mama noch. Schnell hinterher. Ja. Ab zum Kind. Wo ist das Kind?
Die hat so ein ausgesprochen loses Verhältnis zu ihrem Sohn. Die kümmert sich manchmal ewig nicht, aber Milch muss er haben. Ja, wo ist er denn, der Kleine? Jetzt sehe ich den Kling selber nicht. Der steht mitten im Grünfutter. Ah. Er ruft sie. Aber das sieht man gerne, wenn Mutter sich kümmert. Es ist ganz schön warm heute. Wir können ja schwimmen gehen. Ja, das machen Taglichner komischerweise nicht. Wir haben also einen Teich angeboten. Die gehen höchstens mit den Beinen rein. Schon ein bisschen dämlich aus, oder? Ja. Aber er springt auch schon so, wie so ein Kalb eben springt. Also ich interpretiere immer als Lebensfreude. Dann ist das eigentlich ein gutes Ding. Manche nimmt immer zu schnell zu und manche immer ganz wenig. Und deswegen eigentlich fehlt jetzt nur ein Kumpel. Also wenn jetzt noch ein zweiter geboren wird, wird schon gut. Dann sind die nicht so alleine. Na, guck so, mal. Schon ist er draußen. Da ist eine größere Lücke. Da legt er sich gerne ab. Das macht komischerweise jedes Kind. Das ist so ein Tarkin-Ablegeplatz. Jetzt müssen wir mal gucken, das müsste hier liegen. Und ich habe kurze Hosen an, du hast es ja schön. Ja, ich mach das nicht. Wer zuerst gefunden hat. Ach, hier ist es. Da ist es. Buddy wartet schon auf der anderen Seite. Zweimal von ihrem Kind getrennt ist einmal zu viel. Na, ruhst du dich aus? Wie bist du sicher bei deiner Mutter, ne? Da siehst du, blupsch. Und wieder zurück. Ja. Aber machen die alle, wa? Ja, prinzipiell. Ärgerlich nur, dass jetzt alle das Tarkin-Versteck kennen. Im Aquarium ist Umzugszeit. Jeden Moment werden Aale und Flussbarsche ihr provisorisches Zuhause verlassen. Es geht zurück in ihr Schaubecken. Diese Kunststoffrohre, die wir hier drin haben, die haben wir also reingelegt, um den Aalen Versteckmöglichkeiten zu geben. Die Aale zicken sich mitunter ganz schön an, die können sich also auch mal ordentlich piesacken. Und damit die eben hier drinnen nicht anfangen, sich zu prügeln und irgendwie streiten, hat also jeder sein Rohr. Und die Flussbarsche konnten sich dann auch noch in so einem Rohr verkrümeln und somit ist das also alles optimal für diese Übergangszeit verlaufen. Aale bevorzugen Höhlen oder schmale Felsspalten. Die Plastikrohre waren nur eine Übergangslösung. Ja, ein Eckhaus war auch drin. Jo, so wie es aussieht, haben die also alle wirklich gut überstanden. Die Aale hatte ich mal geangelt. Da waren die winzig klein, darf man eigentlich gar nicht erzählen. Die hatten die Haken runtergeschluckt und ich wollte wissen, also Angelhaken, und ich wollte wissen, ob die wirklich sowas überleben, weil ja immer erzählt wird, wenn so ein Fisch einen Haken runterschluckt, dann geht der elendig zugrunde. Das ist also der Beweis dafür, dass das kompletter Blödsinn ist. Die waren so dick wie ein kleiner Finger und vielleicht 25 cm lang, als ich die gefangen hatte. Ich hatte auch gelesen, dass die in der Lage sind, dass die so starke Magensäure haben, dass die so einen Haken verdauen können, dass die das Metall auflösen können sozusagen. Und man müsste jetzt mal röntgen, ob da irgendwo noch ein winzig kleiner Haken in irgendeinem Aal drin ist. Ich glaub's nicht. Ich vermute mal, dass die Dinger sich wirklich aufgelöst haben. Ich benutze jetzt hier diese Gumminetze. Die haben den Vorteil, dass die eben aus Gummi sind. Nee, der Vorteil ist der, dass also hier an den Maschen nichts hängen bleibt. Und wer so einen Aal schon mal irgendwie einen lebenden zumindest in der Hand hatte, der wird wissen, dass die also eine extrem schleimige Haut haben. Und da kann man sich die Kescher richtig mit versauen, wenn dann dieser Schleim da dran hängen bleibt. An diesen Gumminetzen bleibt eben nichts drin. Die kann man hinterher ausspülen und dann ist alles wieder in bester Ordnung. Altes Zuhause, neuer Anstrich. Dunkle Umgebung soll den Fischen tiefes Gewässer vorgaukeln. Und los geht's.
Eisbarsche. So, ihr Brüder. Zur Sonne, zur Freiheit. Meine Güte. Also Flussbarsche gehören ja eigentlich zu den anpassungsfähigsten Raubfischen, einheimischen Raubfischen. Es gibt eigentlich kaum irgendeinen Lebensraum, wo man Flussbarsche nicht findet, also in unseren einheimischen Süßgewässern. Von den Oberläufen der Flüsse bis ins Brackwasser in der Ostsee kann man die teilweise finden. Und hier benehmen sie sich jetzt wie die kleinen Prinzesschen hier. Och, wir haben ja so viel Angst. Aber jetzt kommen sie wieder in ihre angestammte Heimat. Wobei ich vermute, dass sie dieses Becken nicht wiedererkennen. Weil das wird schon eine gewisse Umstellung für die Fische bedeuten, weil es ja eben jetzt komplett dunkel ist hintenrum. Sieht eben völlig anders aus. Nebenbei bemerkt, hier hören Flussbarsche also auch unzweifelhaft zu den wohlschmeckendsten einheimischen Fischen. Aber wir wollen sie ja pflegen und nicht mästen und essen. Ankunft der Prinzesschen im alten Zuhause. Ihre Mitbewohner haben sie schon eingerichtet. Die Flussbarsche brauchen für die Eingewöhnung länger. Das scheint also jetzt der eine hier, der gerade mit aufgestellten Flossen durch die Gegend schwimmt, der keckeste zu sein im Becken. Der orientiert sich erstmal und schwimmt rum und der Rest sitzt einfach nur doof rum. Also die sehen jetzt ein bisschen malade aus, aber das ist eben klar, die wurden gerade umgesetzt. Nichtsdestotrotz ist der Umzug gut überstanden. Die Wari-Insel ist das Revier von Halsband Marki Tonik. Seit kurzem ist er hier in bezaubernder Gesellschaft anzutreffen. Wasser am Stiefel, komm her. Kurator Andreas Pauli bringt Täppchen für Tonik und seine Partnerin. Das ist der Mann. Der hat eine schwarze Kopfkappe und das Weibchen hat eine graue. Das Weibchen heißt Juliette und ist Toniks neue Frau. Wir mussten die Juliette von ihren beiden Kumpels trennen, die da mit ihr zusammengekommen sind. Weil die nämlich immer unterdrückt haben vom Futter her. Das war nicht so toll. Und Tonik saß daneben im Nebenkäfig und die hatten eigentlich einen ganz guten Draht zueinander. Haben sie einfach mal zusammengelassen und es funktioniert. Und bin ich dreckig hier. Also sie haben sich gleich, als wir sie zusammengelassen haben, gleich geputzt und so. Ne? Das war auch wichtig, weil Tonik sah schon ziemlich struppig aus. Die sind sehr pflegebewusst, alle Lemuren. Und die putzen sich, auch wenn sie jetzt zwei Männer zusammenhalten, die putzen sich auch gegenseitig. Ist denen halt einfach angenehmer, wenn das Fell glatt sitzt. Ei, ja, Ei ist auch gut. Machst du auch ein halbes Ei? Komm her. Die Chemie stimmt. Und das lässt auf Nachwuchs hoffen. Paarungszeit ist immer so November, Dezember. Gucken, was dann passiert. Aber ich denke, das wird funktionieren. Normalerweise, wenn sie die zusammenlassen, die fangen gleich an zu kuscheln. Man sieht das ja, ob sie sich verstehen oder nicht. Ne? Und aus Kuscheln können dann Kinder werden. In der Regel ist es eins, manchmal sind es auch Zwillinge. Also Zwillinge sind nicht so selten, sagen wir mal so. Aber in der Regel kriegen sie eins. Es wäre, wenn es denn klappen würde, wäre es die deutsche Erstzucht, muss man dazu sagen. Ne? Weil die wurden ja noch nie in Deutschland gehalten. Komm mal her. Ist noch was da oder seid ihr satt? Hm? Satt. Und nun folgt das Kuscheln. Das Vogelhaus. Bei den Orangenhauben-Kakadus ist es Zeit für eine Streicheleinheit. Nach ihrer Schnabel-OP ist das Weibchen so anhänglich wie eh und je. Na, ja. Das fehlt dir, das hat dir gefehlt. Dafür haben wir mal viel zu wenig Zeit, wir beide, wa? Die habe ich auch schon so gesagt, du könntest ja, wenn du wolltest.
Aber du bist ja mal viel zu eifersüchtig. Du bist eine ganz Liebe, oder? Du bist eine ganz Liebe. Das Kakadu-Weibchen kann von Mario Zilske einfach nicht genug bekommen. Schließlich ist er ihr Lieblingspfleger. Ganz im Gegensatz zu ihrem Mann. Sie ist zum Beispiel, was ich noch dazu sagen muss, sie ist mir ein Männervogel und er ist ein bisschen frauenbezogen. Also unsere Kolleginnen, die haben ihn auch schon anfassen können und auch mal streicheln können. Aber mich hat er schon mal versucht zu beißen. Ich glaube, dass er ein bisschen eifersüchtig ist. So von hinten kann man ja mal ein bisschen versuchen, ne? Aber anfangs war er ja mehr zutraulich, als wir ihn neu bekommen haben. Und was macht ihr Schnabel? Sieht sehr gut aus mit dem Schnabel. Ist jetzt in der letzten Zeit nicht nachgewachsen. Nur hat sie hier auch in der Voliere auch viel mehr, wo sie den Schnabel betätigen kann. Und dadurch wird das ja auch immer wieder besser abgenutzt. Wächst eben immer wieder nach. Fisser, du bist ein Fisser. Als wir ihn neu bekommen haben, da war sie sehr dominant und hat ihn gejagt. Da musste man wegsetzen. Da hat er sich zum Beispiel von mir anfassen lassen. Inzwischen sind Henne und Hahn ein eingespieltes Team. Die beiden kommen wunderbar miteinander aus. Nur dass das Problem ist, sie kommen nicht zur Paarung oder so, da passiert gar nichts. Sie schnäbeln zwar auch miteinander, als wir sie zum Beispiel behandelt haben und zurückgesetzt haben, hat er sich sofort gefreut. Also die verstehen sich schon gut, weil Kakadus können auch anders. Es gibt Arten, da haben Männchen ihre Weibchen auch schon getötet. Also ist schon vorgekommen. Eine solche Attacke liegt dem Kakadu-Mann fern. Auch wenn es seine Frau immer wieder wie magisch zu Mario Zilske zieht. Kannst du von mir lassen. Da, das ist dein Mann, nicht Icke. Ich möchte, dass ihr mal Jungtiere bringt. Das wäre schön. Na, mehr von euch. Während die einen das schöne Wetter genießen, sind die anderen ins Haus verbannt. Dabei sind die Maleienbären alles andere als Stubenhocker. Doch heute müssen sich die Kletterkünstler gedulden, denn draußen ist eine Baustelle. Von der Außenanlage dringt Baulärm. Die Kletterstämme werden zerlegt. Eine Aktion, die längst überfällig war, findet Michael Hahn. Die haben wir vor, wie lange ist das her? 6 Jahre, 7 Jahre? Weiß ich nicht, frag mich nicht. Nee, noch länger, 8 Jahre. Da haben wir das eingerichtet, das letzte Mal, also zumindest diese schweren Dinge. Und dann haben wir immer mal zwischendurch was erneuert und jetzt kommt wieder eine Runderneuerung. Wir haben das Glück, dass wir vor ein paar Tagen einen Sturm hatten und da ist eine Eiche umgekippt und da können wir sehr schöne Dinge hier einbringen. Da kommen nachher ganz viele Leute, weil das ist hundeschwer. Da soll den Bären wieder ein bisschen was Schönes bieten. Sie wollen nach draußen. Für die Maleienbären scheint jede Minute im Käfig eine Ewigkeit zu dauern. Ich fang schon mal an. Ich mach die Großen. Das Bauteam legt sich ordentlich ins Zeug für seine Maleienbären. Das neue Klettergerüst soll heute noch eingeweiht werden. Die haben sich da schon was ausgedacht. Mal gucken, was draus wird. Wir? Nee. Was? Wir haben uns nicht ausgedacht. Natürlich habt ihr euch was ausgedacht. Ihr denkt euch immer was aus. Reviertierpflegerin Barbara Lechert scheint sich da sicher zu sein. Ob sie recht hat oder nicht, zeigt sie später. Nachwuchs bei den Kulanen. Asiatische Esel. 2 Fohlen sind schon da. Ein drittes wird noch erwartet. Rate mal, wer jetzt noch dran ist. Sag mir erstmal, wie das Frische ist. Das erste, was da läuft? Ja, genau. Das ist die junge Stute. Heißt die Mama? Mama ist Katja. Okay. Ja, und die, vom Hengst ist die Helene. Und weißt du, wie ich die genannt habe?
wirst du dir nie merken. Der junge Hengst heißt Vidar und die junge Stute heißt Turin. Turin. Das ist ein norwegischer Name. Das hört sich mehr türkisch an. Nee, soll norwegisch sein. Seltene Namen für eine selten gewordene Tierart. Niedliche Eselchen immer. Ja. Aber die Besucher laufen immer vorbei, weißt du? Ja. Das ist halt kein Zebra, ne? Nee. Dabei sind die so selten. Interessiert die aber nicht. Nee. Gibt's nur ganz wenig im freien Wildbahn. So unscheinbar wie stark bedroht. Der Tierpark tut sein Bestes zur Arterhaltung. Jetzt ist es richtig intensiv. Aber es ist auch eine schöne Zeit mit den Jungtieren. Es ist spannend immer. Früh morgens, ne? Hat's denn so, hat's nicht. Und meistens veräppeln die uns ja wochenlang. Und jeden Morgen ist wie Heiligabend. Kommt was oder kommt nicht. Also bei manchen haben wir kein Deckdatum, müssen also können nur ahnen, dass sie eventuell sind. Dann gehen wir an einem Leibesumfang. Und da müssen wir uns überraschend sein. Wir müssen jeden Morgen bei der Lebenkontrolle aufmerksam sein, ob da irgendwo noch so ein kleines Jungtier rumliegt. Der Fohlenboom ist ein wahrer Segen. Es gibt Hoffnung auf das Weiterbestehen einer Tierart, die ansonsten verschwinden würde. Auf der Malheim-Bär-Baustelle geht es voran. Die Lohnbaustelle sind da. So, Max, kommst du hier noch mit dir? Im Inneren wird Malheim-Bären Lim langsam ungeduldig. Die da draußen dürfen sich ruhig ein bisschen beeilen. Jetzt muss Sascha da hoch. Ich fahr hier rüber. Reicht nicht. Oder auch nicht. Ich muss hier rausdrücken. Reicht nicht. Die Beistimme nebeneinander sind. Ja. Sieht voll kacke aus. Erstens siehst du von vorne nicht, dass da zwei sind. Und zweitens ist das für die Bären Gleichgewicht üben. Federn. Okay. Heb mal ein bisschen höher, bitte. Und hier. Zur Positionierung der Baumstämme brauchen die Männer ihre ganze Gewalt und Muskelkraft. Und nochmal, erklären wir! Wir müssen mal hier nicht auf die leichte Schulter. Aber wir haben drinnen! Drin ist er! Nicht mehr lang. Und die Bären können sich endlich auf der Anlage austoben. Genau. Draußen läuft der Test. Mit bis zu 65 Kilo muss der Malheim-Bär nicht gerade ein Leichtgewicht. Besser prüfen, dass nichts marode ist. Nur noch wenige Augenblicke und die Bären können ihr neues Klettergerüst erobern. Hinter den Kulissen des Aquariums gibt es einen neuen Bewohner. Ein Babykrake. Seit seiner Ankunft hat der kleine Tiefseebewohner an Körpergröße deutlich zugelegt. Zum Gefallen von Daniel Strozinski. Ja, ich nehme hier heute mal unseren kleinen Kraken raus. Der ist jetzt hier gewaltig gewachsen, schon in seiner Box. Weil der ist ganz klein angekommen. In so einem großen Becken, so ein kleiner Krake, der kann sich überall verstecken und es ist schwierig dann mit der Kontrolle. Dann haben wir den erstmal in so eine Plastikbox hier reingepackt. Die ist also komplett ausbruchssicher, denn überall, dadurch, dass er halt so weich ist und überall seine Ärmchen durchstrecken kann. Und das einzig Harte, was an seinem Leib ist, ist halt dieser kleine Schnabel, den er hat. Und überall, wo der Schnabel durchpasst, passt auch der Krake durch. Deswegen ist es wichtig, dass die Behälter, wo die Kraken drin sind, immer ausbruchssicher sind. Der war um die Hälfte kleiner, als wir den gekriegt haben. Das ist ein Octopus vulgaris, ein gemeiner oder gewöhnlicher Krake, den man so aus dem Urlaub von Mallorca kennt. Der kommt von den britischen Inseln, also richtig auch aus kalten Gewässern, denn bis hoch nach Nordafrika vor und bis ins Mittelmeer rein auch. Beim Schnorcheln sieht man die. Die kommen, wenn man still stehen bleibt am Strand oder so, kommen die auch von alleine an, weil die sehr neugierig sind. Die acht Tentakel sind ganz bewegliche Tastarme. Und tödliches Greifwerkzeug. Die greifen richtig
um die Krabbe rum und halten die fest, saugen sich fest. Und hier kann man das sehen. Da ist auch so eine Haut zwischen den Ärmchen gespannt. Das ist richtig wie so ein Kescher, wie so ein Fangsack. Und damit stülpen die sich richtig rüber über so ein Krebschen und halten den fest, saugen sich richtig fest. Und dann knackt der Schnabel den Panzer auf und dann wird es halt leer gefressen. Manchmal wird der Jäger auch zum Gejagten. Kraken haben dafür einen speziellen Schutzmechanismus entwickelt. Die können ganz schnell ihre Farbe ändern, sich dem Bodengrund anpassen, weil die werden ja auch von anderen Fischen gejagt, besonders wenn sie so klein sind wie unser hier. Die Farbanpassung braucht nicht länger als ein paar Sekunden. Daniel Strozinski führt es vor. Na, jetzt konnte man sehen, wie er die Farbe schnell geändert hat, ne, zum Bodengrund gleich. Man hat auch so ein leichtes Blau. Jetzt. Die haben richtig gute Augen, weil sie die für die Jagd brauchen. Und der kann also räumlich sehen und kann uns genau richtig gut erkennen. Und er weiß, von wem er das Futter kriegt. Jetzt muss er sich erstmal gewöhnen an sein neues Becken. Das kennt er ja jetzt nicht. Da muss er erstmal die ganzen Versteckmöglichkeiten und seine Sicherheiten da testen. Und wir machen jetzt hier den ausbruchssicheren Deckel rauf, dass er auch nicht rauskommt. Und dann kann er nicht abhauen. Zum Abhauen ist das neue Zuhause viel zu schön. Das schüchterne Ferkelchen ist eine Sensation im Revier von René Walter und Jana Simon. Das ist ein kleiner Keiler. Das ist einer der ganz seltenen Chaco-Beccaris. Die sind so eine Beccaria, so eine Art Nabelschweine. Die kommen in der großen Chaco-Wüste in Nordparaguay vor. Und die sind erst in den 70er Jahren entdeckt worden. Und uns ist gelungen die europäische Erstzucht. Also da sind wir schon ganz stolz drauf. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem. Die erste Bache hat zwei Frischlinge gebracht, wunderbar. Und dann hat irgendwann später die andere Bache gebracht und dann wahrscheinlich gab es dann Streitereien. Wir können rausgehen, ein bisschen in der Sonne. Ja, da ist ein bisschen, mal draußen machen. Aua. Ups, die Gemüse weg. Milchzeit. Mit den Kissen holen, liebe Jana? Nö, geht nee. Schon. Yes. Auf geht's. Jetzt hat er aber auch mal, ne? Ja, ja, ist immer einzeln. Mhm. Feste Zeiten, alle zwei Stunden. Au! Habe ich wieder gezwickt? Ja, man muss so mit den Zähnen aufpassen. Immer schön die Finger weg. Ja. Darf ich mal deine Hose schützen? Das ist auch schon egal. Oh, ordentlich ein Zucht drauf heute. Das ist gut. Die Pfleger helfen mit der Flasche nach. Und das rund um die Uhr. Und das war dann ziemlich schwach und dann haben wir das halt mitgenommen. Ja, das also muss ja auch mit nach Hause, das können wir ja nicht hier lassen. Nee, weil die Abstände doch zu groß sind. Alle zwei Stunden kriegt man ja hier abends nicht mehr hin. Wir sind ja hier halb fünf weg. Das ist das erste Mal, dass man, wir sind ja schon viele Jahre am Tierpark, ja. So ein Schwein großzieht. Ne? Also, so eine Schweine. Vor allem sind die Mengen so komisch. Der trinkt ja nur so ein paar Gramm. Und bei den Ziegen haben wir so eine ganze Pulle drin. Oder so. Früher beim Jagd, also ein Rind, das, also eine Riesenpulle da drin gehauen. Und das ist nur, da lohnt der Aufwand was ja nicht. Ein bisschen schütteln. Also, genau. Sind wir satt? So viel hat er jetzt. Ja. Oh, hier kann man schon schön die Eckzähne. Ja, die sind ordentlich. Schon am ersten Tag sind die da. Da. Die werden, und die wetzen sich, das sieht man sehr schön, immer bei aneinander. Also bleiben die immer rattenscharf. Also die sind richtig. Die tun auch richtig ja, weh. Ja. Also wenn der einen in den Finger hackt. Macht er nicht mit Absicht, muss man mal sagen. Nee. Das ist einfach nur aus Versehen, wenn er drin kneift. Aber die sind schon gleich angelegt und schon sichtbar. Nach dem Trinken Gewichtskontrolle. Ich gehe mal die Waage holen. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Sie früher Karpfen verkaufen. Das war leichter für den Tag. Jetzt haben wir 88. Schau. Das ist gut. Letztes Mal hat er 760 gehabt. Die stetige Gewichtszunahme ist ein Zeichen für stabile Gesundheit. No.
Ja, halt mal Finger hin. Ich bin gespannt, wann man zum ersten Mal zubeißt. Ganz keiler. Ich hab das zum Anfang gemacht. So den Finger hingehalten zum Lutschen, so. Ja. Dann musst du aber jetzt vorsichtig, der rollert mit der Zunge zu seinen Zähnen hin. Ja. Und dann beißt er ruf. So. Ich lass dich nie wieder los. Oh doch. Jetzt ein bisschen rumflitzen. Komm, wir setzen hier mal in die Sonne. Müssen wir aufpassen, dass er nicht abhaut. Der erste Spaziergang mit der Ersatzmama. Der große Moment. Und dann eine Kehrtwendung von Tina. Tina, komm mal! Der zweite Versuch. Diesmal in Begleitung von Tochter Lynn. Das ist ein Ding, wa? Oder Zeit, dass mal neue Möbel kommen, wa? Schön, ja, schnuppern mal schön. Alles schön Eiche. Eiche rustikal. Was für eine Überraschung. Die Anlage hat sich komplett verändert. Ein neuer Bärenspielplatz. Ja, schön. Schön gucken. Ja, da muss man natürlich, da kann man die drunter durch und oben rüber. Die wissen gar nicht, wo sie zuerst hinklettern sollen. Ja, ja. Das ist wie so ein Kind, was du in ein Spielzimmer setzt. Hier. Spielzimmer. Das richtige Stichwort für die Malaienbären. Um endlich das neue Kletterkarussell in Beschlag zu nehmen. Selbst die alte Tina schwingt sich nach oben. Für eine versteckte Leckerei. Ein seltener Anblick. Schön. Achtet voll. Ja. Und, Mann, hat sich das gelohnt? Ja, aber hallo. Ja, vor allem aus Tina das rauszukitzeln, dass er wirklich noch klettern muss, die alte Dame. Ne? Und da ist ja eine Nuss versteckt. Guckt, wie das funktioniert. Das sieht doch toll aus, oder? Ja. Könnt ihr euch auf die Schulter klopfen und die Bären tun es natürlich auch. Dann können wir den anderen Jungs auch sagen, die mit dir geholfen haben. Hoffen wir mal, dass es schön lange hält. Das ist ja Eiche, das müsste eigentlich eine Weile stehen. Die sind ja alle ordentlich eingebuddelt. Hoffen mal. Und vor allem alles ohne Schrauben und Nähe. Ja, das haben wir nach. Und die Bären werden das natürlich innerhalb kürzester Zeit hier nackig machen und die Borke runterruppen. Und sobald sie hier einen Ansatz finden, wie hier an dem großen innen drin, dieser Kern, das ist ja ein Traumschlaraffenland für die Malaienbären. Da können sie endlich mal zeigen, wozu sie diese dicken und langen sichelförmigen Krallen haben. Das lassen sich die Malaienbären nicht zweimal sagen. Spalte genutzt, um da mal zu gucken, da ist doch was. Die Malaienbären sind perfekt an eine Lebensweise in den Bäumen angepasst. Ihren Schlafplatz suchen sich die Kletterkünstler am liebsten mehrere Meter über dem Boden. Das ist eben das, was jetzt daran schön ist, dass sie sich auch wieder einen Platz an der Sonne suchen können. Ja, also bloß nicht auf dem Boden sein. Hauptsache, und wenn nur ein Meter über dem Boden ist, ja, aber nicht auf dem Boden sein. Das ist für die nicht so schön. Naja, schön. Gut. Okay. Jungs und Mädels, wir lassen euch jetzt eine Runde alleine. Ne? Genau. Bis dann. Bis dann. Hier gibt es noch einiges zu entdecken. Langweilig wird es den Bären ganz bestimmt nicht auf ihrem neuen Spielplatz. Schon gar nicht zu zweit. Macht ihr heute das ganze Programm? Streicheleinheiten für das Chaco Pecari. Das Flaschenkind lässt sich lautstark verwöhnen von Ersatzmama Jana Simon. Ja, seit 2 Nächten können wir auch durchschlafen. Da kriegt er abends um 11 die letzte und meldet sich nachts nicht. Sonst wollte er immer um 2:30 noch eine Pulle. Und jetzt kriegt er morgens 6:30, wenn er wach ist und wenn wir auch wach sind. Das ist wie so ein Quietsche, weißt du, für einen Hund so. Ein Spielemax. Oder wenn man sie so aufzieht, so ja, Spielzeug. Ja. Ja, verarsch mich mal, ich geh jetzt. Bisschen pinkeln? Macht deine Wurst? Ja, macht ein bisschen. Guck mal, das ist Yoga. Schweine-Yoga. Sind da irgendwie gut. Fertig. Uff. Hoppala.
Schnappi, schnapp. Endlich mal kein Teppich unter den Hufen, sondern Sand und Erde. Jetzt kommt der Krabbelgeist. Der sieht ja wirklich aus wie ein Igel mit Hufen, oder? Ja, ja, genau. Bist ja ein Genießer. Ja. Und denkst du, was du abends machen musst? Ja. Auf dem Sofa liegen und das Schwein kraulen. Geh mal zu deiner Mutti zurück. Komm. Die kleine Nase geht, wa? Ja. Eine kleine süße Steckdose für Kinder. Nein, nein. Ziehst du dabei eine Stimmbänder? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte doch eine Struppe hier irgendwo. Also aufregend. Die ersten zwei Nächte durfte er auch mit ins Bett? Nein. Und dann hat er aber im Bett gepinkelt und seitdem ist er rausgeflogen. Ja, die Hufe sind echt niedlich. Hopp, 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 hopp. Hier geblieben. Na, der ist schnell. Nicht in den Busch. Sind Brennnesseln und ich habe kurze Hosen. Komm, Kumpel. Meinst du, die Luft hier hinterher? Nee. Ab ins Bett. Komm. Los. Es ist Zeit zum Schlafen. Von Sonnenschein träumen und Kraft tanken für einen neuen, spannenden Tag.